Hallo ihr Lieben, da bald Ostern vor der Tür steht, habe ich dieses Mal ein paar süße Häschen für euch. Und zwar habe ich einen einfachen Quarkteig hergestellt. Hier einmal die Zutaten. Ich habe 18 Hasen rausbekommen. Die Form, die ich verwendet habe, ist auch unten in der Infobox verlinkt. Aber ihr könnt natürlich auch jede andere Form nehmen. Der Teig ist sehr schnell hergestellt. Ihr gebt alle Zutaten in eine Schüssel. Und dann könnt ihr entweder mit dem Knet haken oder ich habe hier den Flachrührer gewählt. Einsetzen und für etwa 2 Minuten verrühren, so lange bis sich alles gut verbunden hat. Jetzt habe ich mir etwas Mehl geschnappt, gebe den Teig auf die Arbeitsfläche und knete nochmal ordentlich durch, wirkt ihn mir ein bisschen rund und dann wird er auch schon auf 10 mm Stärke ausgerollt. Ich nehme mir hier gerne meine Teighölzer zur Hilfe, damit das auch richtig schön gleichmäßig ausgerollt wird. Ja, achtet halt darauf, 1 cm dick mindestens, damit sie euch auch schön aufgehen im Ofen. Wendet den Teig immer wieder beim Ausrollen. Ihr werdet merken, der zieht sich immer ein bisschen zusammen. Das dauert ein bisschen, bis er sich legt. Ihr könnt ihn natürlich auch für etwa 10 Minuten abgedeckt ein bisschen ruhen lassen, dann legt er sich auch in der Regel. Und wenn alles schön liegen bleibt, dann könnt ihr eure Form nehmen und ausstechen. Die Teigreste könnt ihr natürlich immer wieder zusammenkneten und neu ausrollen. Die Häschen kommen dann auf das Backblech, was ich vorher mit Backpapier ausgelegt habe. Und für die Augen habe ich mir Rosinen genommen, die einmal halbiert, weil die mir zu groß waren. Das wären sonst Glubschaugen geworden und die dann einmal in den Kopf gedrückt. Bevor die Häschen jetzt in den Ofen kommen, werden die noch mit etwas geschmolzener Butter bestrichen. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die Zuckerschalen vorbereiten. Ich zeige euch eben 2 Varianten. Einmal habe ich etwas Zucker mit Zimt gemischt und einmal mit Vanillezucker. So sollten die Häschen aussehen, wenn sie fertig sind. Eine richtig schön goldgelbe Farbe. Und dann werden die noch heiß, also sobald sie aus dem Ofen kommen, direkt nochmal mit Butter bestrichen und dann in den Zucker getunkt. Wie ihr gesehen habt, die sind super schnell hergestellt und wie ich finde, für den Ostertisch echt zuckersüß geworden. Ihr müsst die auch unbedingt im warmen Zustand mal probieren, da fand ich sie noch einen Ticken besser. Das war's auch schon wieder für heute. Vielleicht sehen wir uns am Sonntag schon wieder. Ich habe vor Ostern so einige Ideen, die ich noch gerne mit euch teilen möchte. Und einmal die Woche reicht mir da nicht. Also zwischendurch werde ich auf jeden Fall mal hier und da noch ein Video hochladen. Aber ich kann halt nicht versprechen, ob es diesen Sonntag schon klappt. Mittwoch, wie immer, klar, seht ihr natürlich ein Video von mir. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und vergesst das Däumchen nicht, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, ihr Lieben!